Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von meinem Let's Play Resident Evil The Darkseid Chronicles. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In Folge 11 haben wir jetzt in dem Szenario von Code Veronica gespielt. Und wir spielen da jetzt mit Claire und einem Steve. Ja, so viel ist da jetzt noch nicht passiert, außer dass wir einen Haufen Zombies niedergemetzelt haben. Wir haben allerdings auch eine Menge Gold eingesammelt und da können wir jetzt mal gucken, ob wir nicht mal unsere Waffen verbessern können. Oh ja, wir haben 13.000 Gold. Das ist ja echt ganz cool. Dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. So. Waffe haben wir hier. Die Pistole haben wir natürlich schon sehr weit verbessert, aber es gefällt mir, wie gesagt, auch gut. Nachladegeschwindigkeit kostet 9.000. Gewehr. Schussrate. Nachladen ist schon Max. Kapazität. Stopp. Das 5000, das 6000. Das würde machen 11.000. Ja. Genau, ich glaube, die Maschinenpistole habe ich noch gar nicht upgraded. Was machen? Was machen? Ja. Ich erhöhe weiter die Pistole. Dann haben wir hier langsam eine Superpistole. Ja. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. So. Dann geht's jetzt weiter. Genau, den Granatwerfer haben wir immer noch dabei. Ja, lassen wir so. Und weiter geht's. That woman. I wonder where she went. I won't be surprised if we find her dead body. Ah, da liegt was. Let's go straight. Hopefully this will lead us off the island. Genau, wir sind jetzt gerade über diese Brücke rübergegangen. Hier waren die Fledermäuse. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Oh! Da hinten liegt Gold. Hab ich gesehen, habe ich auch eingesammelt. Sehr gut. Haben sie wirklich super nachgebaut. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber man erkennt das so gut wieder, wie das wirklich bei Code Veronica war. Aber alles in viel besserer Grafik. Echt super. Oh, shit. Hallo? Eine Pflanze. Genau, jetzt sind wir hier in diesem Anwesen von den Ashfords. Genau. Das ging ja sehr schnell da draußen gerade. Ja, da war noch was zum anderen, oder? Wieder ein bisschen Gold. What was that? Creepy. Creepy. Hm.
Gold, Gold, Gold. Oh! Bogengewehr, das haben wir doch schon. Aber Munition dafür, ja, stimmt. Footsteps. Is someone there? We have to go check. Wir müssen nachsehen. Was ist hier los? Dramatische Musik. Claire, look at this. That's her. Alexia Ashford. Alexia Ashford. She was part of the Ashford family? It says here she died in 1983. That's 15 years ago. Hmm. Aber wir haben sie gesehen. You said Alfred was the only surviving family member, right? Das was zum Einsammeln. Feels like we're walking into a trap. I can't believe we're following the singing voice of a dead woman. Handgranaten, oder? Ich kann noch nicht jetzt. Ah, Umbrella-Zeichen. Bonus-Item. Oh, 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 hier gibt's viel. Ah, wenn wir mit so viel versorgt werden, fürchte ich ja, dass hier gleich ein Endgegner auftaucht. Es ist eine antike Musikbox. What's it doing here? It's still warm. Something's not right about... Unzerstörbares Tesavis ist das. Ah! That's her again. Wait, that boy. Is that Alfred? Is that her brother? What are they doing? I think we've seen enough to know that this isn't a good idea. Yeah, I think it's time to go. Zeit zu gehen, okay? Hä, das ist... Es hängt alles wieder hier an der Wand. Was ist das denn? Ups. Da hat jemand die Bilder wieder aufgehängt. Die Zombies wahrscheinlich. Denen hat das gar nicht gefallen, dass ich hier die Bilder abgeschossen habe. Alles wieder aufgehängt hier. Aber ich zerstöre alles wieder. Und wieder und wieder und wieder. Die hängen auch wieder an der Wand da hinten, die Bilder. Ist ja bescheuert. Das habe ich alles runtergeschossen. Egal, gib nochmal Gold. Oha. I am Alfred Ashford, son of Alexander Ashford. That's him. Why have you come to disturb us? Was it you? Was it you who spread that wretched virus across my island? That's got nothing to do with us! Look, we all need to get out of here right now, okay? Fool. She has only just now returned to me. Okay. Der ist ziemlich psycho, der Typ. Alexia? She always did enjoy playing games.
And she has come up with the most splendid game for us to play. Games? If you survive our challenge, I will personally present you with a getaway plane as your prize. Getaway plane. Ready? Let the game begin! Okay. Interessantes Spiel. Come on! Run! Run! My little rats! You're sitting ducks just hiding here like this! He's not stopped! Was müssen wir jetzt machen? You need to fire back! Wo ist er denn? Da! Ah, ich habe ihn erwischt. What's the matter, my little rat? Aren't you having fun? Who you calling a rat? Steve! I'm not gonna die here! You're doing so well, my little rats. You son of a... Stop! Wo ist er jetzt? Hebe schon wieder. Oh! Wo ist er hin? Trainingsgelände, okay. Come to the training field for your next challenge. If you win, I'll let you leave the island. Was bedeutet das denn? Trainingsgelände? Ja, genau. You mean that place? You can't trust him. This is obviously a trap. I know. But I don't think we have much choice here. We either stay here and possibly die, or catch him and find out how to get off this island. It's one or the other. Tja. All right. Wir müssen uns ihm stellen. Das schaffen wir. I'm no rat, and I'm gonna make that very clear to him. Checkpoint. Mal gucken, was das jetzt hier ist mit dem Trainingsgelände. Zombies! Ah, der steht doch voll im Weg, dieser Steve, ey. Boah, krasser Jump. Bonus. They could be anywhere. Keep an eye out. We'll be fine. There's the training field he was talking about. Ah, eingesammelt, Gott sei Dank. Was ist das denn? Bose. Shit. Oha. Ich erinnere mich sogar, bei Code Veronica war der Typ auch. Da war der richtig schwer zu töten. Da brauchte man irgendwie 1000 Anläufe, um den mal zu entwischen. Der ist irgendwie immer wieder gekommen. Das könnte hier auch gut passieren. Oh, richtig den Kopf weggefetzt hier, ey. Auch den Kopf weggefetzt. Oh, noch so einer. Tot. Oh, okay. Ich
Ich dachte, es geht jetzt noch weiter. Jo, gut. Dann geht's jetzt gleich auf dieses Trainingsgelände. Mal schauen. Okay, das war Folge 12. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Bis dann. Tschüss.